dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverrisson, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Wörns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2:1. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mitten auf Hindenberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Pizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und heute nicht mit mir in der Leitung, sondern am selben Tisch der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend. Premiere, oder? Premiere. Wir sind nie am selben Tisch gesessen. Total cool. One-on-One-Gespräch zum ersten Mal bei STR. Na, One-on-Four irgendwie, oder? So sieht's aus. Du hast mir wieder die Pointe vorweggenommen, aber sei es drum. Wir haben zwei Gäste hier mit dabei, aber vielleicht sollten wir erstmal erklären, wo wir aktuell sind. Wir sitzen in der Mechatronik-Lounge. Ich sag als Präsident, die Wirt Lounge, oder? Ja, natürlich. Ja. Wir haben ja heute schon gehört von einem Präsidentschaftskandidaten, dass er großes Interesse daran hat, die Kollegen von Wirt wieder für den VfB zu überzeugen. Und ich würde sagen, die Millionen lassen wir uns nicht entgehen. Also das muss auf jeden Fall versucht werden, Wirt als Sponsor wieder zurückzugewinnen. So, also jetzt kommen wir eigentlich zu unseren Gästen. Wir haben nämlich zwei Podcast-Gäste. Zum einen, ich beginne mit der Dame, die Christiane. Guten Abend, Christiane. Hallo, guten Abend. Und zum anderen der Andreas, den der ein oder andere vielleicht gerade in der Live-Übertragung auf YouTube gesehen hat. Guten Abend, Andreas. Guten Abend, Ricky. Jetzt fällt mir ein, ich glaube, ich habe noch gar nicht gesagt, um was es hier in der Mechatronik Soccer Lounge ging. Nee, aber wir waren heute Abend hier und wollten uns eigentlich nur die zwei Präsidentschaftskandidaten angucken. Aber vorher gab es noch ein relativ langes Intermezzo oder irgendwie so eine Art Vorband vom Vereinsbeirat, was ich auch so gar nicht erwartet hatte. Aber es hat sich ein bisschen gezogen, aber es war trotzdem sehr unterhaltsam eigentlich. Genau, es war der Abschluss der ersten dunkelroten Tische, so kann man sagen. Also es gab ja diese dunkelroten Tische in mehreren Städten hier in Baden-Württemberg. Der Vereinsbeirat ist durch das Land gezogen und hat sich die Meinung der Mitglieder eingeholt. Und das Ganze wurde dann ja einfach zusammengefasst und hier präsentiert mit so den wichtigsten Punkten, über die dann nochmal gesprochen wurde. Und ja, einfach Ideen, die sie mitgenommen haben, wurden hier präsentiert und gleichzeitig auch so ein Stück weit gezeigt, auf was Sie jetzt den Fokus legen möchten. Das frage ich dich mal zuerst, Christiane. Warst du denn jetzt zufrieden mit der Umsetzung von diesen dunkelroten Tischen? Weil das war ja für uns immer so die Frage, werden die aufgebrachten Kritikpunkte dann auch mitgenommen und, ich sag mal, angepackt? Ja, prinzipiell bin ich da auf jeden Fall schon sehr zufrieden, wie das jetzt hier auch heute lief, welche Punkte auch mitgenommen wurden von dem Tisch aus dem Schweinemuseum, wo wir ja damals waren. Vor allem Butzes Trikotproblem wurde ja auch genau. 5XL ist viel zu klein. So. Ja. Aber ich bin ja so ein bisschen gebranntes Kind, weil ich bei dem Herrn Wadler damals schon bei diesen ganzen Zukunftswerkstätten und so aktiv war, in der Schleierhalle und eben auch hier im Stadion und da eben auch damals rausgegangen bin und gedacht habe, hurra, endlich, der Verein, es tut sich was und es wird sich wirklich was ändern zum Positiven. Und wie das dann geendet hat, wissen wir, glaube ich, alle, dass es ziemlich im Sande verlaufen ist. Deswegen hoffe ich jetzt mal wieder, wie beim VfB insgesamt, einfach aufs Beste. Aber die Erfahrung lässt einen dann doch leicht erzweifeln. Hoffen wir mal aber wirklich, dass es gut wird. Ja, also da habe ich auch große Hoffnung, muss ich ehrlich sagen. Andreas, wie ging es dir? Du warst ja auch jemand, der eine Frage gestellt hat. Wie warst du jetzt zufrieden mit dem Format? Was, andere Frage erstmal vorweg. Warst du schon mal bei VfB im Dialog? Nein. Aber die Veranstaltung hast du geschaut. Wenn du es jetzt damit vergleichst, würdest du sagen, ist eine Steigerung, eine Verbesserung vom Format her? Ich bin positiv überrascht. Ich habe jetzt mehr erwartet, dass sie zu 90% Fragen aus dem Internet oder die man per E-Mail schicken konnte, verwenden würde und nicht so aus dem Publikum. Das war ein großer Pluspunkt. Das fand ich auch sehr toll, dass ich Fragen stellen kann. Also seine Frage war übrigens die Frage nach Pyrotechnik, die ja berechtigt gestellt wurde, denn es kam so ein bisschen rüber, als wäre
der Block hier, die Cannstatter Kurve, berüchtigt für Pyrotechnik, was sie ja definitiv nicht ist. Klar, im Auswärtsblock, da zündelt ab und zu mal was, wobei es jetzt auch schon länger ruhig war. Und wenn wir auswärts unterwegs sind, ja, da passiert es halt auch mal, aber jetzt für meine 2 Cent ist das alles noch okay. Da werden keine Bengalos geworfen und mir ist auch nichts bekannt, dass bislang irgendjemand verletzt wurde durch Bengalos. Und dann bin ich immer noch dafür, Bengalos ja abbrennen zu lassen, weil ich habe nicht das große Problem damit. Genau, ich glaube auch, dass die Stuttgarter Ultras dann relativ strengen Kodex haben und also es fliegt nichts aus dem Block hinaus einfach, ne? Und das war auch nie so und das ist nicht so und insofern ist es nochmal eine andere Geschichte als bei irgendwelchen anderen Vereinen, die man dann vielleicht letztes Jahr so gesehen hat. Mich hat's halt überrascht, dass das halt so ein großer Punkt ist bei der allgemeinen Liste auf der Tafel. Das war sehr überraschend. Ja, das kann ich ja kurz erklären, das ist ganz einfach. Ja. Oder, nein, genau, du bist ja nicht Gast. Nee, ich denke auch, ich glaube, das liegt an dieser Struktur einfach von diesen dunkelroten Tischen. Wir waren ja auch auf dem Stuttgarter dunkelroten Tisch und das war jetzt schon etwas anderes Publikum, als jetzt vielleicht unbedingt jetzt hier unsere Podcast-Twitter-Blase. Mhm. Ja, und es kommt natürlich auch dazu, dass dieses Thema ständig in den Medien ist und so getan wird, als ob Menschen reihenweise in Stadien sterben müssen, weil irgendwo Bürotechnik abgefackelt wird. Ich gebe natürlich jedem recht, der sagt, hey, wenn sowas irgendwie in den Block fliegt oder aufs Spielfeld, da hat das nichts zu suchen. Absolut richtig. Und es ist auch ganz schwer, da denke ich mal, als Verein richtig mit umzugehen, weil du weißt halt nie, ob doch mal was geflogen kommt oder so. Also ist schwer damit tolerant umzugehen, das verstehe ich schon, aber den Punkt, den du gemacht hast, dass ja der Themenkomplex Pyrotechnik so einen großen Stellenwert hat bei den dunkelroten Tischen, das war schon überraschend. Ansonsten waren eigentlich alle Themen, die da so vorgebracht wurden, relativ nachvollziehbar. Vielleicht war das auch deswegen auch so groß, weil das die Dame ja auf der Aussprache bei der letzten Mitgliederversammlung ja auch so die Furcht vor diesen schlimmen Ultras und vor diesen Pyros so in die Reihe gebracht hat. Also ja. wann haben die Ultras zu Hause die Pyros gezündet? Was auswärts passiert, klar, aber ist der VfB halt dann hat keine Verantwortung sozusagen. Weil aber ich glaube, wenn du halt Angst um deine Kinder hast beim Trainingsauftakt des VfB, dann hast du dann natürlich auch Angst vor Pyro jeglicher Art in irgendeinem Stadion in ganz Deutschland. Ne? Ja. Aber ich finde definitiv auch, die Trikotgrößen sind ein viel wichtigeres Thema als Pyrotechnik im Stadion. Also wir können ja ganz kurz nochmal einen Überblick über die Themengewichtung, die verschiedenen Mitglieder bei den dunkelroten Tischen vorgebracht haben, geben. Also am meisten interessiert den Leuten natürlich das Thema Führung. 37% interessieren sich für dieses Thema, wie wird der Verein geführt oder beziehungsweise haben da mit Sicherheit auch ein Problem. Dann haben wir 23%, die das Stadionerlebnis mehr in den Fokus rücken möchten. Ich glaube, da war WLAN ganz weit vorne. Henkelbecher. Aber Henkelbecher ist echt ein Thema, ne? Als wir den mal relativ schnell ins Lächerliche gezogen, aber es ist halt wirklich ein Thema, ne? Wobei, man hat es jetzt mit diesen Taschen ganz gut gelöst. Da muss ich ja noch kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Als ich letztes Mal im Stadion war, gegen Dresden, da war es so, dass eine junge Frau offensichtlich vorher den Fanshop leer gekauft hatte und mit 4 so Tragetaschen sich noch Bier holen wollte und dann darum gebeten hat, für ihre 2 Bier so eine Tragetasche zu bekommen, die es jetzt seit der Saison, erst gibt. Und wurde ihr verwehrt. Haben die gesagt, nee, also nicht für 2 Bier. Ja. Wahrscheinlich hatten die zu wenige, weil ich habe einen Herrn gesehen, der hat so einen ganzen Stapel von diesen Uber-Teschle weggetragen und noch heim nach Hause. Aramark-Leaks. Echt? Ja. Geht gar nicht. Ja. Das gibt's ja gar nicht. Die anderen Themen wie Kommunikation, Sport und Allgemeines, das lassen wir jetzt mal außen vor. Ich sag mal so, also mein Fazit zu der ganzen Geschichte ist, dass der Weg auf jeden Fall mal der richtige ist, auf dem wir uns jetzt befinden. Dass wieder der Austausch mit den Mitgliedern stattfindet, dass die Mitglieder danach auch jetzt zum Beispiel hier bei dieser Veranstaltung sehen können, dass das, was sie vorgebracht haben, dann auch wirklich hier erscheint und einem größeren Publikum auch mitgeteilt wird, dass diese Probleme einfach auf der Tagesordnung sind. Und ja, dann bin ich ganz bei Christiane, die gesagt hat, jetzt müssen wir natürlich gucken, ob diese Themen dann auch angepackt werden, weil eine lustige Grafik kann ich natürlich auch machen und ein schönes Plakat kann ich auch unter Umständen ausdrucken. Aber wenn sich nicht viel tut und nur darüber gesprochen wird, dann braucht man es eigentlich auch nicht unbedingt. Reden kann man viel, was am Ende rauskommt, werden wir sehen. So sieht's aus. So, dann wollen wir natürlich noch kurz über die Präsidentschaftskandidaten sprechen, die ja seit letzter Woche Donnerstag uns bekannt sind. Ja. Das ist richtig. Zum einen Klaus Vogt, zum anderen natürlich dann Christian Riedmüller, die sich hier beim dunkelroten Tisch vorgestellt haben. Und jetzt würde ich einfach mal einmal die Runde rumgehen und so eine grobe Zusammenfassung über die Personen mir einholen wollen. Ich fange mal bei Sebastian an.
Also ich möchte zuerst festhalten, dass wir bei der letzten Wahl genau einen Kandidaten haben, den niemand wählen wollte. Und jetzt haben wir zwei Kandidaten, die ich beide wählen wollen würde. Ne? Also sie haben sich beide relativ gut präsentiert, haben beide ihre Standpunkte klar gemacht. Der eine vielleicht ein bisschen eloquenter, der andere vielleicht ein bisschen weniger eloquent. Aber sie haben beide relativ klar transportiert, wofür sie stehen. Und ich würde sagen, ich könnte mir vorstellen, sie beide als Präsident des VfB zu sehen. Also deswegen sehe ich halt auch dem 15.12. dann relativ relaxed entgegen, weil ich werde auf keinen Fall enttäuscht sein, egal wie es ausgeht. Christiane? Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Also es ist auf jeden Fall, egal wer es ist, kein Präsident mehr, für den man sich in ganz Deutschland schämen muss. Gab's das schon mal? Nein! Nicht in ganz Deutschland. Es gab wahrscheinlich irgendwo so ein einsames Dorf. Europa, die ganze Welt. Andreas, deine Meinung zu den beiden Kandidaten? Bist du, vielleicht noch kurz vorweggeschickt, bist du zufrieden mit dem Auswahlprozess? Weil das klang ja auch mal so ein bisschen an, dass das ein oder andere Mitglied nicht ganz zufrieden damit ist, dass praktisch der Vereinsbeirat die Kandidaten in Anführungsstrichen den Mitgliedern vorsetzt. Also ich bin sehr zufrieden damit. Das waren die zwei Kandidaten, die ich favorisiert habe in der Shortlist. Zu dem Thematik, wie das ausgewählt wurde. Ich weiß nicht, habt ihr die Tagesordnungspunkte gelesen? Da wurde ja eine Satzungsänderung abgelehnt, die verlangt hat, dass da mehrere aufgestellt werden konnten, so durch die Blume gesagt. Und die hat ja der Vereinsbeirat und das Präsidium dann auch abgelehnt. Und ich finde es auch, okay so. Also ich finde, die wissen, um was es geht in diesem Job. Sie wissen, was für Anforderungen sie haben. Und so können sie auch aussuchen. Wenn wir jetzt die Mitglieder suchen, wird er natürlich einer, der viel Populismus betreibt in dem Sinne, vielleicht die Wahl gewinnen. Und das wäre wiederum nicht so gut. Deswegen, ich fand es gut, das sind zwei richtig gute Kandidaten. Ich finde halt keine Abgrenzung zu den beiden. Was unterscheidet sie? Das hat noch ein bisschen gefehlt. Was ist der entscheidende Merkmal zwischen Riedmüller und Vogt? Vogt hat mehr Erfahrung mit dem DFB, DFL durch den FC Playfair. Und Riedmüller war mal Schiedsrichter. Und Torwart. Kiri war ich auch. Also ich für mich würde schon sagen, dass beide inhaltlich sich sehr ähneln, aber der Herr Vogt rhetorisch einfach noch so die Nasenlänge Vorsprung hat vor Riedmüller aktuell. Und da bin ich ganz bei dir, Andreas. Ist natürlich schwer, sich dann von seinem Kontrahenten in Anführungsstrichen irgendwie abzugrenzen oder halt einfach neue Punkte aufzumachen. Wir haben darüber ja vorhin auch gesprochen, Sebastian, dass das so ein Stück weit fehlt. Und das merkt man auch in der Diskussion dann auf dem Podium oder wird man dann wahrscheinlich auch in der Viererkette live, an der Stelle sei die mal ja erwähnt, die am 28.11. im SSC genau stattfindet. Übrigens, gibt es da ab morgen, also wenn wir das jetzt aufnehmen, dann ist es praktisch für euch heute, Karten. Ja? Ja, Dienstag 19 Uhr. Genau, wird uns gerade reingereicht. Ja. Dienstag 19 Uhr gibt's Karten. Falls ihr keine bekommen habt, dann versucht einfach am Dienstag um 19 Uhr mal auf Twitter unterwegs zu sein und den Link abzustauben, wo es dann noch weitere Karten gibt. Denn die Veranstaltung ist eigentlich schon ausverkauft. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Wie sollen sich jetzt beide Kandidaten irgendwie eine gewisse Position erarbeiten, dass sie sich von dem anderen abgrenzen? Wo siehst du da Möglichkeiten, Sebastian? Ja, ist echt schwierig, ne, weil beide sprechen sich so ein Stück weit gegen den, wie Klaus Vogt es nennt, Turbo-Kapitalismus im Fußball aus, womit sie natürlich dann auch den Nerv der Fans treffen. Aber da sind sie sich einig und ich sehe aktuell wenig Punkte, wo sie sich nicht einig sind einfach. Und das macht natürlich auch den Fans dann wieder so ein bisschen schwer zu differenzieren. Und natürlich darf man dann auch den Vereinsbeirat mal fragen, warum gebt ihr uns dann in der Endauswahl zwei so ähnliche Kandidaten und nicht zwei, die halt irgendwie komplett unterschiedliche Richtungen verfolgen. Also ich persönlich finde es gut, weil ich mit beiden Kandidaten gut leben kann. Aber klar verstehe ich auch dann Kritik am Auswahlverfahren, wenn man sagt, warum kommen am Ende so zwei ähnliche raus. Aber an die Fans gerichtet, die sagen, warum kommen nur zwei Kandidaten raus, da muss man sagen, jo, weil ihr für die Ausgliederung gestimmt habt und das genau die Satzung ist, dass halt der Vereinsbeirat entscheidet, welche zwei Kandidaten rauskommen. Und es gab ja dann auch eine Diskussion und der Vereinsbeirat hat auch darauf geantwortet, im letzten Dunkelrot-Vereinsmagazin, warum jetzt nicht 10 Kandidaten zur öffentlichen Wahl stehen, weil es halt einfach nicht praktikabel ist, weil dann wählen wir wahrscheinlich noch irgendwie 6 Monate lang, bis irgendjemand dann wirklich Präsident ist. Also man kann das Verfahren kritisieren, denke ich. Vielleicht sind 2 Kandidaten zu wenig, vielleicht sollten es 3 sein oder 4, 10 oder alle sind sicherlich zu viel. Aber wie gesagt, ich persönlich bin relativ zufrieden mit unseren Kandidaten. Ich stelle dir Christiane jetzt mal folgende Frage. Wäre es dir lieber,
wenn wir die zwei besten Kandidaten zur Auswahl hätten oder zwei, die sich irgendwo unterscheiden inhaltlich? Das ist ganz witzig, weil ich habe genau, es sind jetzt die zwei Kandidaten, für die ich beide unterschrieben hatte, für ihre Kandidatur. Und ich eigentlich für beide unterschrieben hatte unter dem Gesichtspunkt, dass ich gedacht habe, hoffentlich kriegt man einen von beiden irgendwie durch. Gegen wahrscheinlich, dachte ich, vermutlich Buchwald oder halt jemand anderen, der halt wahrscheinlich irgendwie lanciert wird von Daimler-Seilschaften. Also deswegen. Das sind Verschwörungsziele. Ja, da stehe ich drauf. Genau, deswegen war es für mich eigentlich total, also ich hätte nie mal damit mit gerechnet, dass es auf jeden Fall die beiden Kandidaten dann im Endeffekt wären. Und deswegen ist das eigentlich das schon mal für mich ein Erfolg, dass man auf jeden Fall einen Kandidat hat, der auf jeden Fall ein Gegenentwurf zu dem Vorgänger ist, egal wie. Also ist es dir wichtiger, dass praktisch beide Kandidaten die Besten sind letzten Endes und nicht, dass man so eine Show, sage ich jetzt mal, initiiert, dass auf der einen Seite Buchwald steht, auf der anderen Vogt, weil Sebastian, du hast das Treffen formuliert, das würde wahrscheinlich die meisten Einschaltquoten bringen. Ja. Ich meine, Vogt versus Buchwald wäre halt so eine Clash of the Century. Ja. Das wird halt die meisten Klicks, die meisten Einschaltquoten, die meisten alles bringen halt. Ne? Und ich bin eigentlich dann doch relativ froh, dass sich der Vereinsbeirat dagegen entschieden hat und jetzt die zwei nominiert hat. Und ich finde es eine relativ mutige Entscheidung von Vereinsbeirat, weil natürlich fragt jetzt jedes zweite VfB-Mitglied, was ist mit Guido Buchwald? Ne? Und ich finde es eine relativ mutige Entscheidung und hoffe, dass sich das halt dann auch in den nächsten Jahren einfach auszahlt. Andreas, du willst noch was sagen? Was man dabei bedenken muss, bei so einer, wenn man zwei unterschiedliche Kandidaten wählt, dann hat man eine Art Lagerbildung tatsächlich. Du hast einmal Kandidat von dem Lager Traditionalisten, die mehr auf den Verein setzen, mehr auf das Zwischenmenschliche und vielleicht ein anderer, der mehr auf wollen Geld, wir müssen sofort in die Champions League, sonst wird das nichts. Und du hättest dann immer mal diese Spaltung, dann hättest du wieder die Lagerbildung. Und genau. Sehr guter Punkt, und bei der letzten MV, du hast dann die einen, die sagen, zum Beispiel jetzt Vogt rein, der andere sagt Vogt raus sozusagen. Das ist ein sehr guter Punkt, das stimmt, weil du hast im Endeffekt dann ein Verliererlager. Ja, ja, natürlich. Die am Ende mit dem Präsidenten leben müssen, den sie nicht gewählt hätten. Und dann sagen sie ständig, was, hättet ihr lieber den und den gewählt? Hättet ihr lieber den und den gewählt? Ja, ja, das stimmt. Das wobei ist ein du guter das jetzt Punkt. Schon ein bisschen merkst, außerhalb, glaube ich, unserer Blase, ist es jetzt schon, wie du gerade gesagt hattest, einfach auch schon schwierig, dass viele halt jetzt sagen, warum nicht der Buchwald, warum nicht... Aber ich finde, man kann das ganz gut zwischen den Zeilen rauslesen, wenn man die Statements liest, die der Vereinsbeirat so abgegeben hat, ohne jetzt konkret zu werden, hört man halt schon raus, dass es irgendwie nicht gepasst hätte mit Guido Buchwald. Und ich glaube, damit muss man dann letzten Endes auch irgendwie leben und sag mal hier in dem Moment dann auch auf diese Gremien vertrauen. Ja, also dafür sind sie halt letzten Endes da. Und wer ein Problem damit hat, hat natürlich die Möglichkeit, da auch satzungsmäßig dann gegen vorzugehen, indem man da Änderungseinträge einbringt. Und dann wäre ich mal gespannt, ob sich da was ändert. Übrigens, ganz kurz abseits der Präsidentschaftskandidatengeschichte, fand ich es interessant, ich wusste das nämlich nicht, ich habe mir noch nicht den Ablauf der anstehenden Mitgliederversammlung durchgelesen, dass es einen Satzungsänderungsantrag gibt. Und zwar, ich glaube, der erste Punkt ist, dass wir abstimmen können darüber in Zukunft per Handzeichen beziehungsweise per Karten oder so abzustimmen als Backup-Lösung. Ich bin ja weiterhin der Meinung, wenn du das als Backup-Lösung hast, dann kannst du es auch gleich als erste Lösung nehmen, denn du hast die Karten ja sowieso da und dann gibt es das Problem irgendwelcher elektronisch manipulierbaren Geräte nicht mehr. Genau, also ich glaube aber auch, dass generell die Satzung nach der Ausgliederung, die uns da irgendwie dann gegeben wurde, für den Verein eine relative Baustelle ist, weil das funktioniert halt einfach so nicht. Also du kannst nur elektronisch abstimmen und wenn du nicht elektronisch abstimmen möchtest, dann kannst du dagegen stimmen, elektronisch, aber wenn es halt nicht funktioniert, dann hast du da irgendwie ein Riesenproblem. Und ich glaube, derjenige, der unsere Satzung für den e.V. geschrieben hat, war, weiß ich nicht. Das war nicht der Weisheit letzter Schluss, aber wie so vieles, wir merken es jetzt auch erst jetzt, ne? Genauso wie viele jetzt auch erst merken, dass die Präsidentschaftswahl quasi vom Vereinsbeirat entschieden wird. Ne? Also ich habe jetzt kein Problem damit, aber durch die Rausnahme von Guido Buchwald hat der Vereinsbeirat entschieden, wer Präsident wird, weil ich glaube, wenn Guido Buchwald einer von zwei Kandidaten gewesen wäre, hätte er relativ gute Chancen, von allen Stammtischen und Fanclubs im Ländle gewählt zu werden. Ne? Sie haben mit Sicherheit eine Richtung vorgegeben, die der Verein jetzt nehmen wird, weil beide Kandidaten sind ja ähnlich. Also du hast eben
was man ja jetzt gut finden kann, ja, dass du eben nicht zwei Lager spaltest, aber du hast jetzt eben zwei ähnliche Kandidaten, aber verhinderst natürlich damit, dass die Mitglieder wirklich zwischen zwei Wegen entscheiden können. Weil, also für mich steht eins fest, egal wen ich wähle, wir werden vermutlich einen Verein danach vorfinden, der sich öffnet den Mitgliedern und ich glaube einen Präsidenten, der wirklich versucht, wieder Mitglieder zu einen. Ich glaube, das steht da wirklich im Vordergrund. Und auch so Kleinigkeiten, die mir persönlich wichtig sind, anderen vielleicht nicht, wie Thema Frauenfußballmannschaft oder klare Kante gegen Homöopathie, ja, gegen Rassismus und sowas. Das klang bei beiden komplett durch. Ja, du meinst Homophobie. Ja, Homophobie, Entschuldigung. Aber gegen Homöopathie sind wir auch. Wir auch, ja, also ich möchte das hier mit, ich möchte das an der Stelle natürlich entschuldigen. Ich habe jetzt schon fast 0,75 Liter Ensinger getrunken. Nein, und ich denke auch, wenn einer unserer Spieler irgendwie ein Kreuzband hat, dann sollte man nicht mit Globuli behandeln, oder? Also, nee, genau. Keine Frage. Also. Das war ja mein Punkt, ja, Sebastian. Genau, danke, dass du mich hier rausgerettet hast an dieser Stelle. Ihr wisst, was ich meine. Nein, aber das um es auf den Punkt zu bringen oder den Punkt abzuschließen, das ist natürlich dann schon was Mitglieder definitiv kritisieren werden. Also, dass man so richtig dann doch keine Wahl hat, weil beide Kandidaten dann sehr ähnlich sind. Ja, aber wie gesagt, ne, da muss man jedem sagen, der für die Ausgliederung gestimmt hat, ja, und das war die Satzung, für die er mit 85%iger Mehrheit gestimmt hat. Und das ist halt jetzt einfach so. Ich persönlich habe kein Problem damit, weil ich beide Kandidaten gut finde. Und wer halt Guido Buchwald halt viel besser findet als Christian Riedmüller oder Klaus Vogt, der hätte halt vielleicht dann nicht für die Ausgliederung stimmen sollen. Also auf Facebook gibt es da viele Stimmen, ne? Ja. Und jetzt beide Kandidaten sind hier nur Vasallen vom Daimler und vom Port, bla bla bla. Ich bin der Meinung, das stimmt nicht. Und ja, aber. Das kommt bei mir auch nicht so an, dass jetzt der Daimler da groß mit reingeht. Nee, aber dann würde ich sagen, nimm dir mal morgen irgendwie 30 Minuten und geh mal auf Facebook in die diversen Foren und dann weißt du ganz genau, die zwei, also sowohl Klaus Vogt wie auch Christian Riedmüller sind ganz klar Kandidaten vom Daimler, kriegen von Wilfried Port Kohle und machen genau das, was er möchte. Das sehe ich definitiv nicht so. Und wie gesagt, das Auswahlverfahren haben wir beschlossen mit der Ausgliederung. Ne? Das ist halt einfach so. Christiane, ein Thema kam auch noch auf, nämlich das Thema Doppelspitze. Da sind wir natürlich alle total aus der Haut gefahren am Freitag. Als auf einmal, wir können uns eine Doppelspitze vorstellen, beziehungsweise haben das ja nicht beide Kandidaten gesagt, sondern der Herr Riedmüller hat es heute erklärt. Er wurde, glaube ich, angerufen und ihm wurde die Frage gestellt, ob er sich theoretisch eine Doppelspitze vorstellen könnte. Und er hat dann gesagt, ja, könnte ich mir theoretisch vorstellen, hat das dann heute gleich wieder, sagen wir mal, gerade gerückt und hat gesagt, das war ein Fehler und er möchte keine Doppelspitze. Der Herr Vogt ist da sowieso nicht für. Na gut, er hat es relativ dankbar aufgegriffen und für seine Zwecke so ein bisschen genutzt. Wie also alles. Wie alles. Er war schon gut. Ne? Also. Das muss man definitiv festhalten. Ja. Der Vogt ist einfach ein absoluter Künstler am Mikrofon, muss man so sagen. Da hat er seine Vorteile. Fand ich auch. Ja, also voller Player auf jeden Fall. Sehr vorbereitet mit seinem Skript. Also hat er ein vierseitiges Skript dabei gehabt und das hat man schon sehr gemerkt. Und trotzdem hat er es sehr frei eigentlich präsentiert. Das ist ja auch eine Kunst, dass du praktisch was abliest, ohne dass die Leute merken, dass du gerade abliest. Also, aber doch noch mal ganz kurz zu der Doppelspitze. Gibt es hier am Tisch irgendjemanden, der eine Doppelspitze gerne sehen würde? Andreas? Ich hätte nichts dagegen. Mit den beiden als Doppelspitze hätte ich nichts dagegen. Wären denn nicht zu viele Führungspersonen beim VfB? Weil du hast natürlich mit Thomas Hitzesberger schon einen Vorstandsvorsitzenden. Dann hättest du zwei Präsidentschafts... oder weiß gar nicht, wie das dann gelöst werden würde. Also von der Satzung her geht's gar nicht, muss man gleich dazu sagen. Aber müssen wir ändern, grundsätzlich, genau, kann man es ja ändern. Falls es hier ab und zu mal Geräusche gibt. Das liegt daran, dass hier gerade die Technik abgebaut wird. Beim wir sind quasi wie die Maden im Speck, weil wir sitzen halt hier in der Mechatronik. Ach, ist das jetzt schon vertraglich festgehalten? Das ja, aber das müssen wir nennen halt. Ne? Und die erlauben sich jetzt hier tatsächlich dreisterweise irgendwie abzubauen. Aber wir bleiben sitzen, bis wir rausgeworfen werden. Wir haben einen hervorragenden Blick auf das Neckarstadion, das gerade mit Solarium einfach präpariert wird für einen großen Erfolg dann in zwei Wochen gegen den Karlsruher SC. So, ein weiteres Thema müssen wir vielleicht auch noch ganz kurz ansprechen, wenn es um die Kandidaten geht. Keine Sorge, das wird jetzt hier keine 3-Stunden-Folge. Wir wollen uns in einem Rahmen von 30 Minuten irgendwie bewegen. Ja, die Christiane muss natürlich nachher auch noch nach Hause, hat sie schon gesagt. Also wir sollen hier keine XXL-SDR-Ausgabe aufnehmen. Also machen wir das auch nicht. Ein Thema, was ich noch interessant fand, war das Thema zweiter Investor. Das kam jetzt heute gar nicht so sehr zum Tragen. Ja. Sehr kurz, obwohl eigentlich der Herr Vogt da schon in Interviews einen neuen Weg oder einen alten neuen Weg gehen will, nämlich mehr auf regionale Investoren bzw. Unternehmen setzen möchte.
Wie bewertet ihr das, Sebastian? Ich muss gestehen, mir ist das heute Abend völlig vorbeigegangen. Habe ich da gerade aufs Handy geguckt oder so? Aber hat er heute Abend was dazu gesagt? So, ja, heute ging es ein bisschen unter. Okay. Also es gab glaube zwei Themenkomplexe dazu. Aber ich glaube, bei ihm hört man schon durch, dass er sich wieder mehr der Region öffnen möchte. Er hat ja auch klipp und klar gesagt, er möchte Wirt wieder zurückgewinnen als Sponsor. Ihm wäre das wichtig. Und ihm wäre halt auch wichtig, dass man jetzt nicht den einen Investor präsentiert, sondern eher halt mehrere Unternehmen hier aus der Region, um halt dann wirklich diese Kompetenz, so die ja da ist. Ja, genau. Aber ich glaube schon, dass es ja eine Es wäre aber eine absolute Richtungsänderung zu dem, was wir bislang erlebt haben. Absolut, weil ich glaube, Wolfgang Dietrich wäre auch bis nach sonst wo gegangen, weil irgendein Investor zu präsentieren, auch wenn der aus Abu Dhabi oder Katar oder den Vereinigten Arabischen Emiraten kommt. Ne? Und den beiden traue ich jetzt schon zu, dass sie sagen, okay, dann verdienen wir vielleicht irgendwie 100.000 Euro im Jahr weniger. Aber unser Investor kommt halt aus Baden-Württemberg oder aus Deutschland zumindest. Wobei der Herr Riedmüller Folgendes zum Thema zweiter Investor gesagt hat. Hast du jetzt ein Zitat auf seinem Handy? Ich habe ein Zitat auf meinem Handy. Hat er mir hier reingetippt. Wir brauchen einen Investor, der zu den Grundwerten des VfB passt. Ob national oder international, sei mal dahingestellt. Aber mit Gazprom täte ich mich schon schwer. Ja gut. Ja, ja nicht. Wer nicht, ja. Ja gut, aber... Also Tönnies tut sich nämlich nicht schwer. Aber. Also hier unterscheiden sich aber schon... Ich tue mich auch mit Tönnies schwer. Ehrlich. Aber hier unterscheiden sich zum ersten Mal beide Kandidaten. Der eine, der geht im Endeffekt Dietrichs Route weiter und sagt, okay, wir müssen halt gucken, dass wir einen herbekommen, egal wer. Hauptsache, er passt einigermaßen zu unseren Werten. Aber ob der jetzt aus China kommt oder... Wobei ich glaube, der Riedmüller würde jetzt auch kein schwäbisch-regionales Unternehmen hier quasi von der Bettkante schützen. Wenn es das wäre, halt ja. Wenn es 5.000 Euro weniger zahlt als der aus Abu Dhabi. Ja, aber ich glaube... Investieren. Das ist ja, genau, das wäre ja eine Möglichkeit. Aber das Ding ist halt, ich glaube, wenn du dieses Thema so angehen willst wie Klaus Vogt, also sprich wirklich hier mit neuen oder einen neuen Weg einschlagen willst, ist der Weg zum zweiten Investor oder zur zweiten Investorgruppe deutlich länger und auch steiniger, als wie straight auf zum Beispiel irgendeine Marketing-Firma zuzugehen und das Ding durchzuziehen. Also das könnte man so festhalten. So. Jetzt möchte ich abschließend, weil wir haben ja gesagt, eine halbe Stunde nehmen wir nur auf und sind jetzt bei 27 Minuten, guck mal an, du. Möchte ich abschließend vielleicht einfach nochmal so ein Fazit von allen hören und ich beginne mit der Dame, über die ich mich heute sehr gefreut habe. Du kannst natürlich auch gerne deinen Favoriten hier uns mitteilen, musst das aber nicht tun, aber grundsätzlich, ja, wie bist du zufrieden oder... Ja, nee, dein Fazit. So. Ich kann meinen Favoriten gar nicht mitteilen, weil das Abstruse ist, dass ich halt eigentlich wirklich heute keinen habe. Ich habe zwar vorhin schon in der Twitter-Timeline gesehen, dass sich einige jetzt schon komplett festgelegt haben, aber ich werde da ganz arg auf diesen 28.11. bauen, nämlich nochmal im SSC, wenn nämlich unsere versierten Podcaster hier aus unserem VfB-Umfeld einfach mal die Möglichkeit haben werden, da nochmal ein bisschen gezielter und vielleicht auch ein bisschen tiefer die Kandidaten eben auszuleuchten und ein bisschen auch die Unterschiede vielleicht herauszuarbeiten. Haben wir das schon gesagt? Dass die Präsidentschaftskandidaten bei uns zu Gast sein werden? Ich glaube, das habe ich ganz vergessen. Nee, mach nochmal kurz. Also dann sage ich es nochmal ganz kurz. Am 28.11. findet im SSC in Stuttgart die mittlerweile zweite Viererkette live. Ja, die zweite live. Ja, die dritte insgesamt, aber die zweite Viererkette Live-Veranstaltung statt mit den beiden Präsidentschaftskandidaten Klaus Vogt und Christian Riedmüller. Ja, nicht Matthias. Ja, genau. Wir hatten es nämlich heute schon davon. So, und das wird natürlich interessant. Das wird ein bisschen anders laufen als heute bei den dunkelroten Tischen oder bei dem dunkelroten Tisch an sich, sondern wir wollen das natürlich schon mehr so auf so eine Podcast-Art und Weise mit den Jungs abarbeiten und sie dann vielleicht auch mal ein bisschen näher kennenlernen, lockerer mit ihnen ins Gespräch kommen. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Darauf freuen wir uns, glaube ich, alle. Also, sehr, ich habe auch schon ein Ticket. Ja. Genau. Ja, also ihr könnt es dann morgen 19 Uhr erwerben. Kostenlos. Ich weiß nicht, wie soll man das sonst nennen? Aber vielleicht mit einer kleinen Spende für den Dennis, weil wir haben gesagt, ein Kästchen wäre ja schön, wenn das irgendwie aufgebaut wird. Wenn die Karten quasi gratis sind, wäre es doch schön, den Dennis noch damit zu unterstützen. Dieses Kästchen wird es geben. Also das kann ich schon mal jedem sagen, der vor Ort ist. Nehmt vielleicht den einen oder anderen Schein mit und steckt ihn da rein. Alles, was ihr uns zukommen lassen wollt, ist bei Dennis viel, viel besser aufgehoben. Vielleicht für diejenigen, die kommen. Ich habe mich nämlich auch erkundigt, verfressen, wie ich bin. Es wird auch die Möglichkeit geben, etwas zu essen zu erwerben. Das ist das Wichtigste. Genau. Endlich mal hier was für die Hörer. Also Jack, der Gastwirt vom SSC, der regelt das schon. Der freut sich auf euch alle und auf uns und überhaupt. Und
Ich glaube, es wird relativ spektakulär. Und wie gesagt, wir haben die Möglichkeit, die beiden Kandidaten für das Präsidentschaftsamt wirklich auch zu grillen. Also wir haben vom Vereinsbeirat keinerlei Vorgaben. Wir dürfen die beiden echt in die Zange nehmen und denen die beiden die Fragen zu stellen, die vielleicht jetzt halt heute Abend und auch dann bei der vermutlich anstehenden Veranstaltung beim Stuttgarter Zeitungsverlag der dann noch stattfindet, halt nicht gestellt werden, die dürfen wir dann halt stellen und die beiden nochmal richtig in die Zange nehmen und das wird, glaube ich, ganz ganz cool werden. Ja, eine reservierte Plätze für Mitmacher vielleicht? Mitmacher. Ja, also wir haben natürlich bei der Moderatorenauswahl darauf geachtet, dass die Kandidaten nicht schreiend rausrennen. Also ihr könnt euch darauf verlassen, dass das Ganze gesittet ablaufen wird und ihr niemand am Ende, weiß ich nicht, sich beleidigt fühlt oder dergleichen. Aber dafür sind wir eigentlich auch nicht bekannt. Nein. Also niemals unter der Gürtellinie. Doch bei den beiden Kandidaten, glaube ich, also bei den Präsidentschaftskandidaten ist nicht zu befürchten. Außerdem habe ich bei beiden das Gefühl, dass sie mir intellektuell deutlich überlegen sind. Aber daher möchte ich mich da auf keinen Schlagabtausch einlassen. Andreas, dein Fazit noch zu der Veranstaltung und auch, klar, zu der Präsidentenwahl, vielleicht so ein kleiner Ausblick, in welche Richtung du tendierst. Also, das Fazit ist positiv. Ich habe mich sehr gefreut über die Veranstaltung heute und dass ich eingeladen wurde. Ich tendiere zu Vogt. Er hat mir besser gefallen und er hat auch mehr Erfahrung im Fußballbereich durch FC Playfair. Genau. Und das traue ich ihm einfach mehr zu, dass er das da besser macht als der Riedmüller. Und Ich will jetzt nicht sagen, dass Riedmüller schlecht ist oder schlechter ist. Ich bin einfach, Vogt ist einfach hat mehr Erfahrung. Und wenn er es nicht packt, dann nächstes Jahr ist die nächste Wahl, dass soll der Riedmüller wiederkommen. Das ist das Schöne, ne? Du hast jetzt irgendwie so einen Schuss frei quasi und dann denkst du, nach 10 Monaten, okay, das war nichts, komm, nächster halt. Ne? Und das muss man auch noch kurz festhalten. Christian Riedmüller hat gesagt, wenn er am 15.12. dieses Jahres nicht gewählt wird, tritt er nicht mehr an im nächsten Jahr. Klaus Vogt hat gesagt, wenn er nicht gewählt wird in diesem Jahr und Riedmüller macht es schlecht, dann tritt er wieder an. Das fand ich auch ganz erstaunlich. Also er hält sich da echt schadlos. Ne? Ja. Auch so im Thema zum Thema WM 2022, ja. Katar. Auch da war dann ja, hat der Gablenberger Kioskbesitzer kurz gefragt, was ist denn, wenn dann ein VfB-Spieler dabei ist und der Herr Riedmüller meinte, ja, dann rede ich schon mit ihm, ob das wirklich gut ist und so weiter. Und der Herr Vogt meinte, ich freue mich über jeden VfB-Spieler, der Nationalspieler wird. Ne? Also das ist halt schon relativ clever. Ich bin bei dem Thema allerdings eher beim Herrn Riedmüller. Aber dann wäre es doch logisch, dass man Riedmüller wählt, weil wenn er es nicht gut macht, dann wissen wir, dass der Vogt nachziehen wird. Während der Vogt... Das ist die Riedmüller-Situation für alle Fans. Riedmüller gesagt hat, dass er es nicht machen wird. Also sollte man eigentlich für Riedmüller... Ja, das ist dieses Second-Level-Thinking, was wir brauchen eigentlich, oder? Im Verein. Willst du dich vielleicht so einstellen? Ich komme 75% Satzungsänderung, dann liefere ich noch rein. Also, nee, aber das ist nicht so dumm, der Gedanke. Ja, das stimmt. Ja? Sebastian, hat dich... Der Herr Vogt, nicht zuletzt mit seinen Argumenten, aber auch natürlich mit ordentlich Stargepäck überzeugt. Wir haben ja gelernt, der Herr Adrian unterstützt den Herrn Vogt. Ja. Da sagt der Herr Vogt auch klipp und klar, wenn der Club es möchte, wäre Adrian einer, der oder den man in ein Gremium mit einbinden könnte. Das ist eine klare Ansage. Und so ein Thema Stadionumbau, der ja ansteht, da werden wir dann in der morgigen Ausgabe dann auch noch mal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Da hat er auch schon so ein bisschen durchklingen lassen, dass er den einen oder anderen kennt und seine Verbindungen spielen lassen könnte. Da meinte der Herr Vogt nämlich, in Sachen Stadionumbau könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Cem Özdemir helfen könnte. Also das sind natürlich auch wieder so kleine... Ja, aber der Cem holt dann die Mauerkelle raus. Und Nee, aber was soll der machen? Also, das war von Berlin. Nee, also... Also naja, ich gehe mal davon aus, dass Cem Özdemir schon noch hier die Möglichkeiten hat, in seiner alten Heimat, auch wenn er jetzt natürlich in Berlin, wobei der hat, glaube ich, auch in Stuttgart auch noch hier eine Wohnung und alles, also von daher ist es jetzt nicht seine alte Heimat, sondern es ist seine Heimat. Also er kann da mit Sicherheit was in die Wege leiten, dass dann vielleicht die Stadion KG... Habe ich das richtig abgespeichert? Ja. Dann doch eher positiv dem VfB gesonnen ist und im Falle eines Nichtaufstiegs nicht nur die Schiedsrichterkabine und den Gästebereich, also die Gästekabine renoviert, sondern vielleicht dann auch endlich mal diese Businessbereiche, die da wirklich, also die Sitze, da kann ja kein Mensch drauf. Genau, wobei man, wie man ja auch auf Twitter oder Facebook hören konnte, die Haupttribüne mittlerweile so morsch ist. Vor allen Dingen im Kopf, aber gut, das ist ein anderes Thema. Also, sowieso, aber auch substanziell im Betonbereich, dass man die auf jeden Fall
irgendwie machen muss und da gar nicht mehr warten kann, sondern dass die sonst irgendwie demnächst irgendwie runtergraten. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ab und zu höre ich es mal knacken. Ja, genau. Ja. Aber auch das mögen vielleicht deine Nebensitzer sein. Die alten Hüftgelenke. Ja. Nee, also natürlich sind Kontakte auch nicht so ganz unwichtig. Ja, aber wie gesagt, ich habe mich heute Abend gefreut, weil ich habe zwei Kandidaten gesehen, denen ich eigentlich beiden meine Stimme geben würde, wenn sie nicht gegeneinander antreten würde. Und wenn man jetzt mal zurückguckt, wer bei der letzten Präsidentenwahl zur Wahl stand, nämlich Wolfgang Dietrich und sonst niemand, dann finde ich, das ist halt schon einen ganz großen Fortschritt. Also ich bin sehr zufrieden, auch heute, was die Veranstaltung angeht. Es war sehr transparent, alle konnten Fragen stellen, alle konnten reinrufen. Es war relativ cool und es waren viele Leute da. Also du hast gesagt 350, ich glaube, das kommt ungefähr hin. Also es war ein großes Publikum. Und das muss man sagen, es gab sogar den kurzen Moment, als Friedi versucht hat, diese Veranstaltung hier für sich zu gewinnen. Jetzt haben wir sie doch erwähnt, aber es war auf jeden Fall mal der Schwunzler des Abends. Ja. Halbe Stunde gestreckt und kam nicht dran. Ja, also, nee, war ist halt die Frage, in welche Richtung sie gezeigt hat, weil haben die Leute gedacht, weiß ich nicht, sie zeigt zum Ausgang oder so. Zum Thema Wolfgang Dietrich, ist euch aufgefallen, dass der Vereinsbeirat, also keiner vom Vereinsbeirat, der seinen Namen erwähnt hat, sondern nur der ehemalige Präsident. Ja. Das ist mittlerweile so der Voldemort Stuttgarts. Natürlich. Ja, auch interessant. Wir dürfen nicht vergessen, dass heute Abend auf dem Podium halt mehrere Personen saßen, die sich am 14.7. Auf der letzten Mitgliederversammlung wirklich mit wehenden Fahnen für Wolfgang Dietrich wirklich in die Bresche geschmissen haben und die stehen jetzt da und sagen, ah, das war doch nicht so. Und ich vergesse das nicht und auch viele Fans vergessen das nicht. Und den Leuten, die jetzt da stehen und sagen, ich finde, das war alles kacke und jetzt machen wir es besser, denen begegne ich mit einer gewissen Skepsis einfach. Ne? Das wäre auch eine gute Frage gewesen für den Herrn Geiser und für den Meintok, die die Veranstaltung eröffnet haben. Natürlich blöd, dass wir jetzt erst darauf zu sprechen kommen, aber das wäre eine gute Frage gewesen, wie die eigentlich jetzt zu dem Thema stehen, denn die beiden waren ja mit die Prominentesten auf der Bühne, die sich eben für Herr Dietrich ausgesprochen haben. Und es haben sich andere nämlich, wenn man sich überlegt, wie Herr Hitz das gut gemacht hat, sich da eben nämlich nicht zu positionieren. Am 14.7., obwohl das ja alles sehr umstritten war, hat er das ja sehr, sehr, sehr geschickt gemacht, sich da raus zu manövrieren mit seiner Rede. Da war das jetzt umso bezeichnender. Und auch bei dieser Frage gerade nach Herrn Pott fand ich auch ganz schön, die Gesichter von Frau Meintok und Herrn Geiser waren sehr versteinert, als die Frage kam, wie die beiden Kandidaten gedenken, den Herrn Pott im Zaume zu halten. Genau, und die Tagesordnung am 14.7. hat es ja auch eigentlich nicht hergegeben, dass sich ein Herr Geiser einfach mal ein Tor pro Dietrich äußern. Ne? Die haben es freiwillig gemacht. Genau. Und ich glaube, das vergesse ich ihnen nicht und das vergessen ihnen auch viele andere Fans nicht oder viele Mitglieder nicht. Und ich glaube, eine gewisse Skepsis ist halt nach wie vor gerechtfertigt, aber muss halt auch feststellen, dass seit Mitte Juli, ich glaube, der Vereinsbeirat doch schon ein bisschen mehr an Einfluss gewonnen hat und da scheint es auch wirklich einige Leute zu geben, die eher so denken wie wir als wie Wolfgang Dietrich. Insofern ich bin sehr gespannt. Es ist nicht alles gut, aber es hat den Anschein, als ob es irgendwie in eine gute Richtung gehen könnte. Es wird besser. Ja. So wie hat Erzgebirge Aue gegen KSC gespielt? Es hat gerade leider KSC ausgeglichen. Das ist natürlich jetzt kein schönes Ende für diese Folge. Nein, also, das ist kein schönes Ende. Sollten wir jetzt vielleicht irgendwie noch was Positives? Ich kann ja mein Fazit noch kurz am besten geben, weil eigentlich ist es jetzt nicht so unterschiedlich zu eurem. Ich finde es wirklich auch hervorragend, dass jetzt zwei Kandidaten da sind, mit denen ich mich identifizieren kann, die ich beide gut finde, die ich beide wählen würde, mit denen ich auch jetzt als Präsident sehr gut leben könnte. Mir fehlt trotzdem so ein bisschen das, was beide unterscheidet. Das muss ich ganz einfach sagen. Also ich bin ganz bei dir, Andreas, wenn du sagst, klar, dann hast du letzten Endes ein Lager, das verloren hat, das stimmt, aber irgendwie brauche ich was, wo sich der Herr Riedmüller insbesondere abgrenzen kann. Denn rein rhetorisch wird er, das ist mein Gefühl, gegen Klaus Vogt keine Chance haben. Also da ist Klaus Vogt einfach absoluter Profi, das merkst du. Und wir haben vorhin, als die beiden gesprochen haben, miteinander geredet, Sebastian, und gesagt, es kommt natürlich auch drauf an, wie du das rüberbringst, wie deine Stimmfärbung ist, wie du aussiehst, damit man jetzt nicht, dass irgendjemand schlecht aussieht, aber es spielt halt einfach eine Rolle. Also und da ist der Klaus Vogt inhaltlich dem Herrn Riedmüller überhaupt nicht vorweg, aber wie er es rüberbringt, ist ein Ticken besser als das, was von Herrn Riedmüller kam. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Weil der Riedmüller halt nichts hat,
wo er sich unterscheiden kann. Er müsste sagen, wenn ihr mich wählt, dann gehe ich auf den Daimler zu und ich hole aus dem noch 10 Millionen raus und wir arbeiten noch enger zusammen. Der Rodde kommt ja, zurück, Rodde kommt, wenn ihr mich wählt. Ja, und der Rodde die Spitzenkräfte vom Daimler zum VfB, bla bla bla. Ne, und das Ford schmeiß ich raus und der Rodde hole ich zurück. Er hat halt keinen innerlichen Punkt und deswegen entscheidet sich halt über Rhetorik. Ne? Ja. Und da ist er halt ein Stück näher, wobei ich ihn auch sehr angenehm empfunden habe. Also, er ist kein schlechter Rhetoriker. Er macht das nicht schlecht. Ne? Er ist besser als Dietrich, er ist besser als... Er ist besser als 99% von uns. Ja. Also ich denke es halt sowieso, ich meine, auch der Vereinsbeirat ist sich halt dann hier hinstellen. Also bei der MV vor 4000 Leuten heute Abend und die machen das halt super, ne? Dann die Frau Meintok mit ihrem herrlichen schwäbischen Dialekt. Ja. Ich finde das ganz großartig. Bin ich auch. Und wenn ich da vorne stehen würde, würde ich mir halt in die Hose machen. Es soll ja Leute geben, die machen sich fast in die Hose hier in das Mikrofon einzusprechen. Nein, gehört. Ich finde, du machst es sehr gut. Naja, also du gehörst heute dazu. Ja. die machen es alle top. Aber wie gesagt, diese inhaltliche Differenzierung, die gibt es zwischen den beiden nicht, was es halt für einen Herrn Riedmüller in dem Fall ein bisschen schwierig macht, weil er halt rhetorisch vielleicht so Tuck hinterherhängt. Ne? Er macht's gut, aber der Herr Vogt macht es halt noch besser. Die Prognosen, wenn man so nennen mag, die man halt in sozialen Medien gesehen hat, die zeigen ja auch, dass der Herr Vogt einfach die Nase vorn hat, weil er einfach ein Stück weit bekannter ist und das wird halt ein bisschen schwierig. Und er beherrscht die Klaviatur der Themen, die so viele Fans jetzt eben hören wollen, gerade nach Wolfgang Dietrich und gerade jetzt mit der Intransparenz, die einfach die letzten Jahre über dem Verein einfach lag. Er weiß halt ganz genau, welche Seiten er da quasi halt greifen muss. Genau. Ja. So, und dann würde ich sagen, beschließen wir die Ausgabe damit. Es wird morgen natürlich noch eine reguläre Ausgabe geben. Da werden wir uns dann sehr über die Mannschaft aufregen und über die Art und Weise, wie sie zuletzt aufgetreten sind. Nicht nur in Osnabrück, sondern allgemein die Entwicklung werden wir thematisieren, Sebastian. Ja, definitiv. Da gibt es einiges zu besprechen. Ich bin ziemlich enttäuscht. Ja, das hat man heute sehr, schon gemerkt. Sehr enttäuscht. Also, wir haben heute schon erwarten viel und lang und viel. Morgen bei der Arbeit will ich aber was Schönes sagen. Wir haben heute schon extra eine Live-Folge vor Ort hier präsentiert, ohne Aufnahme. Also da gab es ein paar Zuhörer, die uns zugehört haben, wie wir dann über das Spiel in Osnabrück referiert haben. Davon gibt es dann morgen mehr. Das ist, wie gesagt, nur so ein kleiner Abriss. Ich hoffe auch, dass mit der Aufnahmetechnik alles hingehauen hat. Ja, genau. Wir nehmen zum ersten Mal live auf mit so einem komischen Kasten. Also es sieht gut aus. Der rote Record-Button leuchtet. Ja. Also aber keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so funktioniert hat. Wir werden es herausfinden. Aber auf jeden Fall wird es nicht knacksen. Ja, das stimmt. Beschreib's nicht. Zur Not rufen wir nochmal auf der Mailbox an. Ja, alle und nehmen das nochmal auf der Mailbox auf. Das hätte ich machen sollen. 28-16-04. Das hätte ich machen sollen. Gut, ich möchte mich natürlich auch bedanken bei unseren Gästen. Zum einen die Christiane. Kurze Frage nochmal. Twitter-Handle? Kesselhelden. @Kesselhelden. Bitte folgen. Und sagt der jungen Frau bitte, dass ihre Stimme absolut für einen Podcast geeignet ist. Ja. Nein. Ja. Doch. So, Andreas. Mein Twitter-Handle ist @kaliber1803. Auch an dich, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, war sehr angenehm. Auch danke für deine Fragen von beim dunkelroten Tisch. Ja, von gut, weil auch da würde ich mir in die Hose machen, wenn ich halt irgendwie strecken würde und dann kommt dann die... Kimsi von Reischer. Ja, auch da würde ich mir die Hose machen, aber du machst es halt irgendwie zweimal. Ich finde das total klasse. Und er fragte auch nochmal nach. Das fand ich auch nochmal grandios. Ja. Dass Sebastian sich da in die Hose macht, wundert mich jetzt nicht. Denn du hast von ihr einen sehr bösen Blick geerntet, als du mit mir während der Live-Sendung einfach mal gesprochen hast. Ja. Da hat sich nämlich die Kimsi umgedreht. Und also wenn Blicke töten könnten, der hat gesessen. Aber sie hat heute was auf meinem privaten Twitter-Account geliked. Guck mal an. Das gleicht sich aus. Dann war es vielleicht ein anderer Blick, den ich da wahrgenommen habe. Na, wer weiß das schon. Ich dachte, verwöhnt ist sie nicht, weil ich war neulich bei ihr beim Elternabend mit der Kultusministerin Eisenmann. Da hat sie auch moderiert und da war eine etwas andere Zuschauerschaft als hier. Aber ich glaube, da hatte sie auch jetzt nicht so die allerbesten Karten. Und hat sie auch alle böse angeguckt. Ja. Ja. Okay. Da hat sie ihr da musste sie ganz strenges Zeitkorsett halten und so. Das kennt ihr ja irgendwoher. Natürlich, wir kennen das, ja. Den Sebastian findet ihr wie immer unter @butze auf Twitter. Das nehme ich dir jetzt einfach mal weg. Und du kannst natürlich sagen, wo man den Vertikalpass findet auf Twitter. Sonst sage ich das immer. Heute darfst du es selber mal sagen. Den Vertikalpass findet ihr unter Achtung, www. Er will unbedingt die 60 Minuten voll bekommen. .de. So sieht's aus. Und natürlich @vertikalpass auf Twitter. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an euch beide, dass ihr mitgemacht habt. Wir hören uns morgen wieder. In wenigen Stunden. Ne? In wenigen Stunden. Also, bis dann. Ciao. Ciao.